Mahlzeit bei Natur und Garten. Ja, heute geht es mal wieder ums Gartentüt. Und was ich da genau vorhabe, das zeige ich euch jetzt. Auf geht's! Ja, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, ist glaube ich schon 2 Wochen her, hatte ich euch das Video hochgeladen, Winterdienst AD. Wie ihr seht, doch nicht ganz. Ich habe, ist auch da. Ja, ich habe jetzt den Schneeschieber allerdings nicht angebaut, weil so viel war es nicht. Das hat vorgestern am Freitag hat es geschneit und gestern am Samstag auch noch ein bisschen, aber das war nicht mehr die Welt. Und für den Schneeschieber war es eigentlich zu wenig gewesen. Darum habe ich den Kehrbesen angebaut und das Ding will ich euch jetzt heute mal zeigen. Ja, so sieht das ganze Ding jetzt aus. Gartenfräse mit Kehrbesen und Fangsack vorne dran. Ich habe jetzt zum Schneefegen den Fangsack vorne abgebaut. Erkläre ich euch auch gleich warum. Weil hier unten ist so eine Schürfleiste drin hier. So, und die soll dafür sorgen, dass die Walze dreht sich so rum. Ich schmeiße den Dreck also immer nach vorne weg und damit das in den Fangsack reinfällt, haben sie hier so eine Schräge angebaut. So, beim Schneefegen setzt sich der Schnee natürlich hier vorne vor. Du gehst jetzt mal weg hier, dicker Pummelhund. Und schiebt also den Schnee vor sich her und da wird also nicht mehr viel gefegt. Das wird eher noch festgedrückt und das will ich ja vermeiden. Also Fangsack ab und ohne. So, den Fangsack habe ich jetzt mal hochgeklappt. So sieht das jetzt von vorne aus. Hier ist wie gesagt diese Kante, wo der Dreck dann hochfliegt in den Sack rein, in den Fangsack rein. Und die Räder hier, die beiden Rollen für die Höheneinstellung, damit er nicht zu grob rangeht. Ja, da muss man, wie gesagt, wenn der Fangsack ab ist, dann muss man da ein bisschen aufpassen. Aber sonst funktioniert das Ding armefrei. Also den Fangsack kann man jetzt, wie gesagt, den kann ich jetzt einfach hier so hochklappen. Hier hatte ich mir schon ein Blech angebaut, weil das ist bloß so wie, naja, wie LKW-Plan. Hier sieht man das auch noch, die Stelle. Das ist hier an einigen Stellen schon durchgescheuert gewesen. Ich habe mir da jetzt zum Schutz so eine Blechplatte drunter geschraubt, damit das nicht weiter aufreißt und kaputt ribbelt. Ja, so, und das Ding muss ich jetzt wieder abbauen, weil wir brauchen die Garage. Mein Schätzelein kommt heute wieder. Die war verreist übers Wochenende. Und ja, die Garage ist eigentlich auch das einzigste, wo das Ding so zusammengebaut reinpasst. Jedes Mal, wenn ich die in anderen Schuppen oder irgendwo oder in den Schuppen, wo die Gartengeräte, die Anbaugeräte für die Gartenfräse drin sind, reinfahren will oder irgendwo anders, passt nicht. Der ist 1,10 Meter und die breiteste Tür, die ich habe, ist 1 Meter. Ja, dumme laufen, aber ja, dann muss ich das Ding jetzt wieder auseinanderbauen. Wird weggestellt. Schnee ist auch nicht mehr angesagt für die nächsten Tage. Wir haben jetzt nur noch mal Frost. Wir haben jetzt für kommende Nacht noch mal was von minus 10 Grad gesagt. Mal gucken. Ja, vor ein paar Wochen hatte ich noch ein Foto bei Facebook gepostet, wo meine Pflanzen das erste Mal draußen stehen in der Sonne. Und nun haben wir schon wieder Schnee. Ja, werden wir das Ding jetzt mal abbauen. Kommen die Frontgewichte wieder vorne dran. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. So, als erstes kommt der Fangsack hier vorne ab. Der ist hier mit so einem Bügel. Ich hatte das jetzt bloß so reingesteckt, um euch das mal zu zeigen. Ist der eigentlich arretiert. Zeige ich euch gleich, die Rohre sind reingesteckt und dann von der Seite wird der Bügel hier als Splint quasi benutzt. So, das gleich jetzt so zurück. Ja, dann wird er einfach vorne abgezogen und das war's schon. So, jetzt müssen wir den Besen abbauen und da kann ich euch diesmal auch das ganze Ding mit dem Antrieb zeigen hier, mit der Riemenscheibe. So, und das werde ich jetzt mal machen, weil es gab ja bei Facebook auch einen Kommentar, so einen ungläubigen Kommentar, dass das kein vom SR50K Motor, das der hier drin ist. Ja, zeige ich euch jetzt mal. Ja, wie gesagt, das ist ein SR50 Motor hier drin. Man erkennt hier den Kickstarter
und den Schalthebel. Ja, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil ich mir hier noch eine Verlängerung nach hinten rangebaut habe, damit ich vom Anhänger aus schalten kann. Das muss ich hier erstmal nach vorne gehen. Ja, hier drinne kann man das sehen durch die Gitter durch. Da sitzt der Zylinder, luftgekühlt. Und hier, das ist jetzt zu dunkel, sitzt der Vergaser drinne. Hinten der Gummipuffer für den Luftfilter, der da der Gummianschluss. Ja, es ist wirklich vom S51 Motor. So sieht das gute Stück jetzt von der anderen Seite aus. Der Hebel, der jetzt hier angebaut ist, der ist wirklich nur zum Gang einlegen, also zum Fahrantrieb einschalten, für was anderes ist der nicht. Der Gangschalthebel, hatte ich euch gerade gezeigt, der sitzt auf der anderen Seite. Und hier sitzt dann die Riemenscheibe hinter. Ich habe die Schrauben jetzt schon mal gelöst. Das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus als beim Moped. So, machen wir die ganze Sache ab. Hier ist so ein U drin, so ein U, das U in dem Blech, oder der Einschnitt in dem Blech. Und das mal ablegen, der fest hier in den Ring rein. Und dann wird quasi so nach innen und nach außen gedrückt und damit der Fahrantrieb ein- oder ausgeschalten. Ja, hier ist wie gesagt auch die Riemenscheibe für den Antrieb, wie gesagt für Mähbalken hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, jetzt für den Besen, Heuwender, ich weiß gar nicht, Schneefräse, was da alles gibt, also es wird alles hier über den Riemen angetrieben, über die Riemenscheibe. Hier sieht man jetzt nochmal nicht mehr viel. Ja, hier ist die Zündung, und zwar ist hier noch eine Lüfterscheibe drauf, so ein Lüfterrad, weiß nicht, ob man das ein bisschen erkennt, man das glaube ich. Und hier geht so ein Kanal hoch, wo die Luft dann oben zum Zylinder geführt wird, weil es ist ja ein luftgekühlter Motor und der macht eben bei der Übersetzung nicht viel Fahrgeschwindigkeit, der ist also wirklich auf Kraft ausgelegt, die Übersetzung. Der hat hier unten auch nochmal extra ein Getriebe, was das so fein untersetzt. Und wie gesagt, ich kann das Ding im Standgas gegen eine Wand fahren, die Räder drehen sich weiter. Das ist wirklich Wahnsinn, was das Ding für Kraft hat, ja. Ja, wie gesagt, der Keilriemen muss jetzt runter. Hier vorne ist der Besen dran. Der muss jetzt runter. Dann kommt der Besen ab und dann kommen die Gewichte wieder dran. Ja, das ist jetzt nochmal der Fangsack. Also wie gesagt, hier hinten auf der Seite sind jetzt eigentlich, ist dann eigentlich die Bürste und fähig den Dreck in den Fangsack rein. Ja, und der dicke Kugelhund, der ist auch wieder da. Du bist aber auch eine Kamerasau. Hä? Los, hau ab. Und ja, hier oben ist dann eben, wie gesagt, noch so ein Stück drüber zum Abdecken, damit der Dreck nicht nach oben rausfliegt. Ja. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Einfacher Aufbau, aber effektiv. So, ich habe die beiden Schrauben hier vorne wieder gelöst. So, einfach den Besen an hier oben. Hat der Keil ausgehängt. Zack. Keilriemen ist ab. Und jetzt kommt der Besen auch ab. So, ich habe jetzt hinten den Hänger angehängt, weil mir sonst die Gasbläse nach hinten übergibt. So. Das war's schon. Besen ist ab. Jetzt können die Gewichte wieder dran. So, ich klappe den jetzt mal hoch. Kann ich euch das nochmal zeigen? Ja, wie gesagt, wird einmal hier unten in die unterste Schraube an der Gartenfräse eingehängt. Und hier oben ist wieder so ein Langloch. Wie gesagt, original hängt das Ding ja. Normalerweise hängt das Ding ja so an der Gartenfräse dran. Und das ist dann das Langloch eben, um den Keilriemen zu spannen. Dafür ist das da. Wenn man es festgeschraubt, und das war's. Wie gesagt, einfach zwei Schrauben. Der Seitendeckel ist auch nochmal zwei Schrauben. Und dann können wir das Ding an- und abbauen. Ja, nun ist alles wieder auseinandergebaut. Ich werde das jetzt gleich noch wegräumen. Ja, und wenn da Interesse besteht, ich habe jetzt die Frontgewichte schon wieder dran. Ja, der Pummelhund muss wieder durch die Linse latschen.
Wenn da Interesse besteht, dass er da mal noch, ich habe da einen Haufen Anbauteile für, noch bei weitem nicht alle, aber einen Großteil habe ich mir mittlerweile zusammengekauft. Wenn da Interesse besteht, dass ihr das mal sehen wollt, weil das wird dann wirklich ein aufwendiges, langes Video wahrscheinlich werden. Wenn da Interesse besteht, einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das sehen wollt. Momentan habe ich ein bisschen Zeit, da könnte ich das machen. Und ja, so sieht es nun aus. Hänger wieder abhängen, alles wegräumen und dann kann das Auto nachher wieder rein. Ja, das war's für heute. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Abonnieren nicht vergessen. Ja, und wie gesagt, schreibt es in die Kommentare unten rein, wenn ihr da Interesse dran habt. Wie gesagt, ich habe bei weitem noch nicht alle Anbaugeräte, aber ich habe einen Großteil und wenn ihr da Interesse habt, schreibt es einfach unten rein. Und dann werde ich mich darum kümmern, dass ich da auch nochmal ein Video drüber mache. Bis die Tage, macht's gut.